Beispiel, das Ding kostet 1 Million, ich finanziere aber 1,6. Ja. Also inklusive Sanierung. Ja. Das geht ja auch im kleineren Bereich gut. Also das natürlich, ist, genau. Für den gleichen Bereich genauso. Da musst du nur sehr genau rechnen, dass du in den ersten 3 Jahren sehr viel Laminat- und Pinselrenovierung machst, um einfach derweil ein bisschen den Cashflow zu erhöhen. Du hast ja 10 Jahre Zeit, es zu entwickeln, weil nach 10 Jahren ist das ganze Ding ja dann steuerfrei. Mhm. Sondern jetzt machst du Folgendes, jetzt musst du natürlich dann, sagen wir mal, 10% Eigenkapital einsetzen, das wären dann bei 1,6 Millionen, wären 160.000. Jetzt legst du denen aber die 160.000 auf ein Konto. Ja. Also du zahlst es nicht in das Objekt ein, sondern legst es ihnen auf ein Konto und sagst, sehr gut, vereinbarst das mit der Bank, das mache ich immer so und das geht auch. Sagst so, also ihr finanziert die gesamte Summe, das Eigenkapital lege ich euch aber als Sicherheit hin. Genau. Und dann, sobald die Tilgung aber das Eigenkapital meistens nach 4 Jahren runtergetilgt hat, gibt ihr das Ding wieder frei, Voraussetzung, die Bewertung ist nicht gefallen. Ja. Ja, so. Wo du ja im A-Standort ziemlich sicher sein kannst. Natürlich, vor allem wenn du derweil dann schon was, was renoviert hast und wenn du Mieterprobleme hast und so weiter, also ja. ist gar kein Problem. So, jetzt musst du wissen, jetzt kommt nach dem ersten... Nur bei guter Bonität. Das würden natürlich die Banken nicht machen, wenn natürlich, du nicht natürlich. Das sollte man eh machen. So. Aber auch Bonität zu erhöhen, also ich habe ja als Sohn zwar Lehrer bei Null angefangen, also auch das ist jetzt kein Hexenwerk, da gibt es natürlich auch Tools für. So, aber jetzt lass uns mal den Punkt allein machen. Ja. So nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren kommen erstmal die ersten 160.000 zurück. So, jetzt hast du, sagen wir mal, das Gebäude, den Grundstücksanteil von 50%, das heißt, das ist 800.000. Davon 15% wären 120.000. Das heißt, du würdest von den 600.000 oder 500.000, die du Renovierung drin hast, hättest du die ersten 120 schon mal in den ersten 3 Jahren verrenoviert, hättest 60 rausgekriegt. Ja. So, das heißt also, nach 3 Jahren hast du 160 wieder raus, das heißt, du hast nichts mehr drin und hast die 60 Steuervorteil wieder zurückgekriegt. Ja. So, jetzt sind die 3 Jahre vorbei, jetzt machst du schön Vollgas auf der Renovierung. Musst allerdings ein paar Regeln beachten, die auch im Steuercoaching sehr genau, also du darfst eine gewisse Anzahl von Gewerken nicht anfassen und so weiter, die dürfen innerhalb von 5 Jahren, da musst du dich halt wirklich, gehen, musst dich wirklich auskennen, wie das, Ganze, wie das Ganze funktioniert, aber vereinfacht gesagt ist es so, die Renovierung darf in sich keine Standarderhöhung nach sich ziehen und davon darfst du von 5 Gewerken nicht mehr als 2 innerhalb von 5 Jahren machen. Gut, das kannst jetzt, du ja klar. Ja, warte, jetzt musst du aber wissen, dass das, was ja den Wert steigert, also da ist ja zum Beispiel drin Heizung, da ist drin Elektrik, da ist drin Sanitär und so weiter. So, aber Böden zählt nicht dazu. Wände, die vorher irgendwie so eine gammelige wie heißt es, Raufasertapete hatten oder kennst du diese Gelsenkirchener Barockdecken mit so Holz und Styropor Aufklebern. Ja, ist auch brandschutzmäßig richtig top. Genau. Und Türen und so. Also du kannst einfach sehr viel machen, was optisch einfach sehr viel ausmacht, was aber gar nicht unter die Dinge fällt. Ja, Fassade auch. Super. So, das heißt, du kannst verschiedene Sachen machen. So, und jetzt, du musst es intelligent machen. Aber jetzt rechnen wir mal kurz nach. Ja. So, jetzt haben wir also 160 rein. Nach 4 Jahren kriegen wir die 160 wieder raus, plus 60 obendrauf. Das heißt, wir haben jetzt mehr Cash als vorher. Ja. So, jetzt haben wir 120 von den 500.000 verbraten. Wir haben noch 380 übrig. Rechnen wir es mal so mit 50%. Jetzt haben wir noch 380 übrig, das heißt 190, gut, das sind ja jetzt 45%, also nochmal 170 kommen jetzt nochmal. Das heißt, du hast jetzt kein Geld mehr drin, hast 60 plus 170, hast 230 zusätzliche Liquidität. Das heißt, du kannst die ersten 160 neu investieren und du kannst die nächsten 230 wieder neu investieren. Was auch die Eigenkapitalfrage sehr charmant löst. Richtig, weil das ist auch was, was ich auch gefragt hätte. Und, richtig. Genial. Und jetzt kannst du, wenn du nach 10 Jahren, wenn du jetzt wirklich richtig investiert hast, also zum Beispiel in die richtigen Sachen, ne, so, weil du kannst dann dein Geld ja in Dinge investieren, die nicht mehr Geld bringen. Ja.
klar. Zum Beispiel wird das Thema Elektrik wird stark überschätzt, wenn du mich fragst, weil tatsächlich zahlt kaum einer mehr für Elektrik. Stimmt wirklich. Das ist so. immer also, Elektrik. Du hörst immer Elektrik. So, aber tatsächlich mache ich die Elektrik in Objekten nur, wenn ich auch die Wände mache. Weil dann kostet die Elektrik nichts. So, ich habe also zum Beispiel früher so auch so 1900er Baujahre gehabt, die natürlich Top-Lagen hatten. So, und dort habe ich nur, wenn ich die Wände angefasst habe, auch die Elektrik gemacht. Natürlich kann der eine oder andere Mieter, hey, ich föhne Waschmaschine und Trockner gleichzeitig, fliegt mir diese Sicherung, sage ich, kein Problem, dann 50 Jahre halt später. Ja, genau. So, aber hätte ich jetzt dort die Elektrik gemacht, hätte ich A, den Standard massiv erhöht aus steuerlicher Sicht, B, hätte ich 200.000, 300.000 Euro verblasen und ich hätte keinen Cent mehr. Richtig. Also es hat nicht einmal, hat es irgendeinen interessiert, die Unterverteilung in den Wohnungen später beim Kaufen. So. Und das sind halt so Punkte, du musst halt schon überlegen, in was investierst du, und ich kann nur schwer empfehlen, in gute Böden, in gute Bäder, in Wände, in Türen, also in die optischen Sachen zu investieren. So, und wenn du jetzt gut investiert hast, also nochmal, wir haben jetzt 500.000 Euro investiert, von denen wir fast 220.000 wieder zurückgekriegt haben. Nach kurzer Zeit. So, richtig. So, und wenn du das schlau machst und diesen Euro gut investierst, dann ist der danach 5 Euro mehr wert, weil du viel mehr Miete kriegst und weil das Objekt besser aussieht und so weiter, aber nur an A-Standorten, sonst funktioniert der Scheiß nicht. So. Und das, also nochmal, du hast jetzt 1 Euro reinrenoviert, hast deinen Wert um 5 erhöht und das kriegst du später steuerfrei. So, und tatsächlich hast du nicht 1 Euro reinrenoviert, sondern nur 50 Cent und Cashflow-mäßig hast du sogar Geld rausgekriegt. So, wenn du jetzt dieses Piano mal verstehst, wie ich es versucht habe, hier verbal zu skizzieren, weil ich ganz viel PowerPoints normalerweise brauche, dann wirst du verstehen, warum Steuern einen riesen Spaß machen, wenn du es verstehst, wie du das Piano spielst. Und Steuern, was die meisten Leute immer nicht verstehen, Steuern allein bringt nichts. Also du schaust Steuern mit dem Thema Steuern, das ist ja auch Teil eines Systems. Bei Steuern musst du gleichzeitig, weil es geht nicht um Steuern sparen, sondern es geht Steuern und Abgaben in privates Vermögen umzuwandeln. Darum geht's. Richtig. So, das heißt, du musst aber auch wissen, wie investiere ich. Ja. Du musst auch Kreditierung beherrschen, also wie kriege ich Finanzierung, weil sonst funktioniert das nicht. Das fehlt mir bei ganz vielen anderen, weil ich habe das Gefühl, du bist einer der wenigen, der versteht, nicht nur wie Banken ticken, wie das Finanzamt tickt. Weil wenn du nicht verstehst, wie das Finanzamt das betrachtet und wie das Finanzamt tickt, dann bringt dir dein ganzes Steuerwissen nicht so viel, weil... Ich sehe es sogar noch einen Tacken anders. Ich glaube sogar, es ist fast andersrum, weil die anderen machen Gestaltung, wo ich sage, toll, aber mit der Gestaltung finanziert dich kein Schwein mehr. Und das ist ganz ja hervorragend. Das ist ja hervorragend, dass du jetzt diese tolle Gestaltung gemacht hast. Also zum Beispiel so Auslandsgestaltung, Zypern. So, Zypern ist eigentlich eine tolle Sache. In der Theorie praktisch überweisen wir 100.000 Euro von der zypriotischen SL nach Deutschland, dann frieren sie dir die Kohle erstmal ein. Warte, die Kohle frieren sie dir erstmal ein. Wegen Geldwäscheverdacht, ist ein EU-Land. Ne? Ja. Dann anschließend kündigt dir die Bank, bei dem die Kohle aufschlug, das Konto. Warum? Weil es inzwischen ein Haftungsrecht gibt für Banker, wo sie sagen, wenn du bei Geldwäsche mit unterstützt, nehmen wir dich privat in die Haftung. Das heißt, also das haben die so eingeführt. Das heißt, jeder Banker hat die Hosen voll, dass er Haftungs- und strafrechtlich in Regress genommen wird als Privatperson. Das ist noch nicht lange so, deswegen oder? Nein, das ist noch nicht lange so. Das erklärt total viel. Warum die einfach so, also das heißt, aber da sind wir wieder bei der Systemik. Verstehst du, wenn du jetzt den Faktor Steuern allein betrachtest, ja, so, deswegen brauchst du, das wäre lineares Denken, dann löst du durch das Thema Steuern Wechselwirkung aus. So, das heißt, also, du kannst Steuern nicht allein betrachten, sondern du musst das Thema Bonität, Investment und Aufwand mit beachten. Ja? Weil wenn du jetzt zum Beispiel nicht der Persönlichkeitstyp bist und schon die Gesellschafterbeschlüsse mit dir selber bei einer GmbH dich ankotzen und du nicht verstehst, dann solltest du zum Beispiel keine Genossenschaft machen. Die ist nämlich noch komplizierter. Auf gar keinen Fall. Zum Beispiel. Wohingegen für andere macht das echt Sinn. Ja, und deswegen... Ich sehe das, habe das auch gestern in dem Webinar wieder gesehen. Ja, passt das für mich? Keine Ahnung. Dafür muss man wirklich die ganzen einzelnen Faktoren. Sondern der Einzige, der das entscheiden kann, ob es für dich passt, ist, indem du wirklich eine gewisse steuerliche Intelligenz kriegst, die Grundlagen, die Hauptfaktoren der Systeme, Steuern, Investment, Bonität verstehst. Wenn du diese Hauptfaktoren verstehst,
plus die soften Faktoren, die dich als Person und dein persönliches Umfeld ausmachen, weil da hast du auch das Thema Asset Protection noch drin. Das wollte ich gerade sagen für uns, weil alle immer, ja, Immobilien, hey, wenn du Assets hast, dann kommst du um Steuern nicht drum rum, weil du willst sie ja beschützen. Also das ist ja Asset Protection. Ja, aber nicht nur, sondern du kannst ja, ja. Also was ich damit nur sagen möchte, so Steuern ist, wenn du dir also ein System ist immer ein Organismus, das heißt, er besteht aus Organen. Ne? So, und jetzt können sich die Organe untereinander streiten. Ja. Welches ist denn das Wichtigste? Die Antwort lautet, gibt's nicht. Sie funktionieren im Zusammenspiel. Also du kannst ja jemanden das Arschloch zu nähen. Und dann wirst du feststellen, es ist ein sehr unwichtiges Organ, aber innerhalb von 3 Tagen sieht der sehr, sehr schlecht aus, der gute Mann. So, oder die gute Frau. So, und das führt, was will ich damit nur sagen? So, das heißt, selbst kleinere Faktoren in dem System, wenn sie nicht beachtet werden, können zum Kollaps führen. Und was du halt beachten musst, wenn es wirklich erfolgreich sein soll, du hast Bonität, du hast Asset Protection, und mit Asset Protection meine ich nicht nur vom Staat, sondern damit meine ich auch vor Abkömmlingen, die du dann nicht mehr bevorzugen möchtest, irgendwelche Ex-Ehefrauen, die sagen, Mensch, ich nehme den jetzt als Finanzierungsmodell oder was auch immer. So, das ist ja alles Teil des Gesamtdings, weil es geht ja darum, Steuern und Abgaben in privates Vermögen. Und Vermögen heißt dann, du kannst etwas damit tun, du vermagst etwas damit zu tun. Sondern wenn sich das die Ehefrau schnappt oder ungehörige Sprössling oder was auch immer, dann ist es ja auch kein Vermögen mehr. Das heißt, es geht darum, Steuern und Abgaben in privates Vermögen umzuwandeln und, Klammer auf, mithilfe von Kreditierung und Leverage. Ja. Auch gerade das Thema Vererben, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber da ist es ja auch, also, was Leute für Geld verloren haben beim Thema Erbschaft, weil einfach nie darüber nachgedacht wurde, das ist der Wahnsinn. Ja, und wenn man sich überlegt, dass der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland, erbt, glaube ich, fast 500 Millionen an Immobilien im Jahr, einfach weil kein Erbe da ist. Ja, so. Und jetzt kommt das Witzige, sie schaffen es nicht, es profitabel zu kriegen. Also stell dir mal vor, euch würden sie 500 Millionen an Immobilienvolumen schenken und du würdest es nicht schaffen, dass... Damit, also unterm Strich ist es, wenn sie Glück haben, eine Nullnummer. Ja. Wenn sie Pech haben, kostet sie sogar noch Geld, dass sie es erben. Das wäre ein klassischer totaler Wahnsinn. Ja, warum ich dieses Buch hier liegen habe, Alex. Du hast das Reicher als die Geissens. Reicher als die Geissens, genau. Du hast das 2016 geschrieben, korrekt? Ich finde es total abgefahren, weil es ist jetzt aktueller denn je. Gerade die ganzen Mindset-Themen, das war so lustig. Ich hatte das irgendwie mitgenommen zu meiner Mutter und hat sie da irgendwie gesehen und hat das nie angeguckt, weil das hat sie ja total abgeschreckt, dieser Titel. Und irgendwann habe ich sie gesehen, wie sie drin rumgeblättert hat und dann total begeistert war. Das hätte ich ja nie gedacht. Also ich dachte ja, das wäre ja irgendwie, also dass ich habe jetzt schon gedacht, jetzt bist du ja total verrückt geworden. So was wie es eben das Mindset-Thema. Und was sie nämlich, ich glaube, es ist ja, ziemlich am Anfang, du weißt es vielleicht besser als ich, also gerade in der aktuellen Lage Deutschland im Jahr 2020 in Zeiten von Corona, hast du es ja quasi schon in diesem Buch skizziert. Quasi. Naja, also zum Beispiel fand ich früher im Gymnasium eigentlich Geschichte immer scheiße, weil ich dachte mir, warum soll ich denn diesen ganzen Kack lernen? Ja. Hätte mir mein Geschichtslehrer damals gesagt, dass der Zweck von Geschichte eigentlich ist, die Vergangenheit zu verstehen, um daraus schlaue Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, dann hätte ich das sehr viel interessanter gefunden. Ich habe dann im Nachhinein mich mit Geschichte beschäftigt, um etwas über die Zukunft lernen zu können. Genau. So, und es gibt halt gewisse Prinzipien, die sich nicht leicht ändern, wenn man nicht einfach völlig umorganisiert. Zum Beispiel, das ist ja einer der Grundzüge der Demokratie, dass man gelernt hat in der Geschichte, dass Macht korrumpiert und dass man deswegen eine Gewaltenteilung haben muss und deswegen einen Wettlauf der Parteien und dort einfach also verschiedene Vektoren, Faktoren gegeneinander laufen lässt, die verhindern, dass sich Macht an einer Stelle kumuliert, weil sie halt korrumpiert. So, und dort ist es halt so, dass wir halt inzwischen so ein bisschen von der Demokratie weggehen, wenn wir sie denn jemals hatten, hin zu einer Konzernoligarchie. Und das war halt schon relativ früh erkennbar, wenn man so möchte. Und ich meine, du brauchst ja nur anschauen, 2009 mit der Schweinegrippe, mit Bovina, Spongiformis, Encephalopathie, was so heißt wie BSE.
und so weiter. Das sind ja immer, es kommt ja immer ein Panikthema, genau. Weil die Bevölkerung muss ja in Panik gehalten werden. Ja. Dann ist sie nämlich gut kontrollierbar. Teile und herrschen. ja. Genau. Und ja, das ist halt so. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Buch, das schreibe ich auf den einleitenden Sätzen so. Ich habe das Buch geschrieben. Anfangs wollte ich einfach nicht wieder den gleichen Scheiß erzählen, aber irgendwann habe ich mich so in Rage geschrieben, dass ich gesagt habe, so, jetzt wird der Standard erhöht. Wenn der liebe Gott sagen würde, du hast 450 Seiten für deinen Sohn aufzuschreiben, was wichtig ist, was würdest du ihm aufschreiben? Dann habe ich alles wieder umgestellt, rausgeschmissen, neue Sachen rein. Und das Buch enthält halt sämtliche Faktoren, die du meiner Meinung nach brauchst, um im System des Lebens erfolgreich zu sein. Du musst kommunizieren können, du musst verstehen, was ist glücklich sein. Du musst verstehen, wie Finanzen funktionieren, du musst verstehen, wie Kredit funktioniert, du musst einfach verschieden. Aber es ist nicht nur Immobilien und Finanzen. Also hier drin sind ein Viertel über Finanzen, aber drei Viertel sind andere Faktoren. Jetzt sagen immer wieder Leute, ja, das hat ja nichts mit Immobilien zu tun, doch, wahnsinnig viel. Weil die Leute, die erfolgreich sind, wirst du feststellen, ist der Erfolgsfaktor ein Viertel Immobilienwissen, drei Viertel sind andere Faktoren. Absolut. So, und da gibt es halt Leute, die so weit sind, dass sie Systemik in gewisser Weise verstehen. Und es gibt halt welche, die warten immer noch nach der magischen Checkliste, die sie einfach bei A anfangen und bei Z aufhören. Und da werden sie relativ lang warten können auf diese Checkliste. Ja. Aber macht ja nichts. Muss ja nicht jeder mein Leben mögen. Nee, aber jeder, der irgendwie gerade, es geht, glaube ich, sehr vielen Menschen gerade nicht gut in der Zeit aktuell. Das Buch ist auf jeden Fall hilfreich. Es ist auf jeden Fall hilfreich, um Sachen nachzuvollziehen, zu verstehen und Wechselwirkung auch zu erkennen. Ja, also wie gesagt, vielleicht einfach nochmal, ein System ist eine Ansammlung von Faktoren, die ein einigermaßen abgegrenztes Ganzes machen. Jeder Faktor selber ist in sich gesehen wieder ein Subsystem. Also wenn du so möchtest, das System Körper hat ein Organ, das ist ein Faktor im Körper. Und nehmen wir mal die Leber. Und die Leber selber ist wiederum ein Subsystem, weil in der Leber laufen ja wieder Prozesse ab. So, diese Prozesse wiederum laufen durch Nerven ab, die laufen durch Hormone, Proteine, was auch immer ab. So, und das wiederum sind wieder Subsysteme bis runter zu den Zellen, und selbst in den Zellen gibt es dann wieder die Mitochondrien, das sind dann, sind dann die Kraftwerke. So, das heißt also jeder Faktor eines Systems ist in sich wieder ein Subsystem. So, und die oberen Faktoren sind aber die den meisten Schmackes ausmachen. So, und ich habe versucht, die obersten Faktoren des Lebens herauszukristallisieren, die du drauf haben solltest, damit du als Gesamtsystemleben erfolgreich bist. Das ist allerdings eine Art zu denken, die nicht jeder nachvollziehen kann. Und der Titel Reicher als die Geißens deutet jetzt auf den ersten Blick auch nicht darauf hin, dass da systemisches Denken cool, in seiner Gesamtheit drin ist. Aber das hat auch wieder was damit zu tun, dass im Marketing muss man halt manchmal gewisse Sachen machen. Der Titel stellt eine Sache sicher, du vergisst ihn nicht. Absolut. Und hast du nicht noch sehr viel. Und er langweilt dich auch nicht. Nein. Ganz sicher. Und hast du nicht auch sehr viel Werbung bekommen? Hat er dich verklagt eigentlich? Ja. Ja, hätte ich es auch geschätzt. Ich bin verklagt worden von denen, obwohl wir das vorher gecheckt haben, aber es war ein Anwalt, der war nicht unbedingt der Schlauste. Der hat es nur markenrechtlich gecheckt. Aber die sind dann übers Persönlichkeitsrecht reingegrätscht, aber das haben wir dann auch gut gelöst. Das klingt gut. Da würde ich dir jetzt gerne noch eine weitere Info entlocken. Also du schreibst Bücher sehr gut. Schreibst du demnächst nochmal ein Buch? Gibt es noch was, worüber du schreiben würdest? Ja, also ich merke das gerade bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Partnern, immer dort, wo ich mich aufrege und mir die Haare raufen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, nämlich die Leute haben kein Bedienungshandbuch fürs Denken. Hintergrund davon ist der, wir als Homo sapiens sind ja, wenn du so möchtest, ein unterbelichtetes Säugetier. So, das heißt also, wir halten keine Temperaturschwankungen aus, wir sind nicht schnell, wir sind krankheitsanfällig, wir können ein Tier noch nicht mal fangen, und wenn wir es dann mal zufällig fangen, dann kriegen wir es nicht getötet, und wenn wir es getötet kriegen, kriegen wir es nicht gegessen. Ja. So, also eigentlich sind wir ziemlich...
Dämlich, weg, genau, ziemlich weg. Genau. So, warum sitzen wir an der Spitze der Evolution oder der Nahrungskette? Aus zwei Gründen, weil wir einen Verstand haben. Ob wir ihn benutzen, ist eine andere Frage. Oder ob wir ihn korrekt benutzen. Und weil wir die Fähigkeit durch unseren Verstand haben, Werkzeuge zu bauen. Mag sein, dass ein Puma schneller ist, aber ein Porsche Turbo S ist dann doch schneller. Ja. Ja, mag sein, dass wir nicht fliegen können, dafür können wir Jets bauen. So, so, das heißt also, es gibt zwei Punkte, die den Menschen außergewöhnlich machen, meiner Meinung nach. Das ist die Fähigkeit, Werkzeuge zu bauen. Und das ist die Fähigkeit, seinen Verstand zu nutzen. So, und dabei sind mir folgende Sachen aufgefallen. Erstens, es gibt keine gesammelte, bewährte Toolbox für Business. Nee. Ja, also ich bin in einer Krisensituation, was tue ich? Welches Werkzeug nehme ich? Oh, ich habe Mitarbeiterprobleme, was tue ich? Oh, ich bin überlastet, was tue ich? Es gibt keine Toolbox, die sammle ich gerade zusammen, da will ich dann irgendwann mal ein Unternehmercoaching machen, das ich jetzt gerade intern hier teste mit meinen Mitarbeitern und auch mit meinen Geschäftspartnern. Und ich werde ein Buch schreiben über das Thema logisches Denken. Und damit meine ich nicht mathematisches Denken, sondern businesslogisches Denken. Also wie man wirklich auswertet, wie man wirklich, welche Fehler man machen kann. Und ich meine jetzt nicht so die üblichen Denkfehler, wo es schon zig Bücher gibt, sondern tatsächlich, und das beschreibe ich auch schon im Reich als die Geissens, in dem Kapitel über die Excel-Tabelle mit den weißen Informationen. Also es ist eine Excel-Tabelle, in der Informationen drinstehen, weil ein Praktikant die einfach weiß markiert hat, weil er nicht wusste, wie man sie löscht und hat einfach die Farbe weiß gemacht, dann sah es schön aus, aber die Informationen sind ja immer noch drin, nicht sichtbar. Sondern das Hauptproblem, was wir mit unserem Verstand haben, ist Gleichsetzung. Das heißt, wir setzen Dinge gleich, die nicht gleich sind. Zwei Hamburger, der eine mit Salmonellen, der andere ohne. Die Decke ist nicht gleich, obwohl sie von unten gleich aussieht. Und das führt dann zu falschen Schlussfolgerungen. Außerdem wissen wir nicht genau, wie wir unseren Verstand bedienen sollen, weil das Ding ist nämlich eine echte Präzisions-Hightech-Maschine und zwar bei jedem. Der Unterschied zwischen brillanter Person und Vollidiot äußert sich nur durch eine Sache. Der Vollidiot lässt jeden rein, lässt jeden Scheiß in seine Berechnungstabelle. Also die Programmierer unter euch, die kennen den Satz Rubbish in, Rubbish out. Also packst du Scheiß in die Datenbank, kommen scheiß Antworten raus. Und das Gleiche ist eigentlich beim Verstand auch so. Und die smarte Person steht wie ein bissiger Türsteher vor ihrem Verstand und lässt nur verifizierte, überprüfte Informationen rein. Aber da geht es ja jetzt schon los. Was ist denn ein Gesetz? Was ist eine Behauptung? Was ist eine These? Was ist ein Beweis? Wie müssen Thesen sein, damit sie überhaupt Thesen sind? In sich widerspruchsfrei. Wofür benutzt man Thesen? Sie sind so sowohl in Ordnung, wenn sie widerlegt, als auch bestätigt werden, bla 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 bla. Also ab wann ist etwas ein Gesetz, ab wann ist etwas eine Wahrscheinlichkeit, ab wann ist so etwas reproduzierbar und so weiter. Also das sind Basics, die, und da bin ich relativ gut drin, Sachen leicht zu erklären, die kompliziert sich anhören, die aber völlig einfach sind, wenn man sie mal verstanden hat. Ja. Und das werde ich den Leuten versuchen beizubringen in dem Buch, nämlich logisches Denken, und zwar logisches, wissenschaftliches Auswerten des Denken, nämlich Ursache und Wirkung richtig zu verknüpfen. Ja. Dann werde ich da diesen Erfolgsalgorithmus, wo ich vorhin angedeutet habe, mit reinpacken. Und dann werde ich eben das Thema systemisches Denken am Beispiel meines Kolteichs und verschiedenen Sachen und verschiedenen Beispielen aus dem Business mit reinpacken. In der Hoffnung, oder ja, hoffen bedeutet, dass man denkt, die Zukunft nicht verursachen zu können und meint es vielleicht in Zukunft mal, also in der hoffentlichen Gewissheit, dadurch auch allgemein das Denken der Leute oder das Auswerten der Leute verbessern zu können. Also ich kann dir sagen, dass ich glaube, dass das extrem wichtig ist und dass wir das wirklich brauchen, gerade in diesen Zeiten. Und ich sage halt immer, wenn du nicht selber denkst, dann denkt jemand anderes für dich. Und da gibt es echt ganz viele, die dann für dich denken. Ja, und du darfst es nicht. Also zum Beispiel, was ich festgestellt habe bei diesen Forschungen, warum die einen sich so doof anstellen und die anderen nicht. Zum Beispiel Leute, die programmieren, die sind relativ gute Denker. Warum? Weil sie den Denkprozess eines Computers verstehen und der sehr ähnlich ist wie der Denkprozess des Verstandes. Der Verstand ist brillanter als ein Computer, weil er auch noch kreativ ist, aber der Denkprozess ist ähnlich. Yeah. So, und jetzt einfach, ich werde das in ganz simpler Sprache darstellen. Das Hauptproblem ist eigentlich, funktioniert so ein Verstand wie ein Navigationssystem. Das heißt, ein Navigationssystem muss im ersten Schritt erstmal wissen, wo steht es.
Ja, so, und zwar genaue, präzise Ist-Situation. Ja. So, und dort gibt es halt verschiedenste, nicht Denkfehler, sondern Wahrnehmungsfehler. Mhm. Weil das Problem liegt bei den Leuten meistens nicht am Denken, sondern am mangelnden Beobachten, nämlich dass sie zu viel, also sie denken Cheeseburger, tatsächlich sind es Salmonellen, sie denken Decke und so weiter. Und ich weiß das selber, weil ich das auch alles falsch gemacht habe. Das ist auch die ganze Fehlentscheidung im Leben, wenn du zurückschaust. Das ist nicht das, zum Beispiel, wenn dich Menschen enttäuscht haben, das ist nicht, dass der Mensch dich damals schon so war. Du hast es nicht genau gesehen. Oder wolltest es auch nicht sehen. Genau das. Genau. So, und wenn man jetzt aber zum Beispiel weiß, ja, dass das identifiziert halt mit der eigenen Idee, also dass man seine eigene Idee gut findet, einer der schlimmsten Fehler ist, die deinen Denkprozess behindern, weil du nämlich dann alles, was nicht rein, was negativ ist, ausblendest. Ja. Wenn du das einfach weißt und das an zig Beispielen verstanden hast, dann wirst du einfach deine Denke ändern und sagst, hey, die Idee, also bei mir ist zum Beispiel so, bei mir gibt es 3 Trigger, die habe ich mir eingerichtet. Wann ich sofort auf Downsides schaue und den Erfolgsalgorithmus, also der Erfolgsalgorithmus sucht intensiv nach Fehlschlägen mit möglichst wenig Investment. Immer wenn ich über etwas begeistert bin, heißt sofort, okay, wo ist die Downside? So. Das hat nichts mit negativem Mindset zu tun, das hat einfach mit realistischer Einschätzung zu tun. Genau. Zweitens, wenn etwas neu ist, also wenn ich etwas vorher noch nie gemacht habe und mit dem Bereich keine Vertrautheit habe. Ja. Und drittens, kurz bevor ich wirklich in die Umsetzung gehe, sage ich auch nochmal, hey, bevor ich jetzt loslege, Wechselwirkungen mit dem System, Downsides, da. Und das sind einfach Denkprozesse, die sich bei mir als sehr erfolgreich und auch bei Mitarbeitern, denen ich es beigebracht habe, herauskristallisiert haben in den letzten 10 Jahren, weil ich habe einfach herausgefunden, dass alle meine Fehler eins gemeinsam haben. Es waren immer Wahrnehmungsfehler, vergessener Downsides, und ich habe dafür wie so eine Art Checklisten. Also ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig und das war meine größte Schwäche. Und ich bin heute auch noch begeisterungsfähig, aber ich habe mir ein Denkkorsett angewöhnt, dass ich geistig durchgehe. Das dauert inzwischen keine Zehntelsekunde mehr, weil ich das so oft gemacht habe. Aber am Anfang schon, also erster Punkt, weil ich sitze da aus, zweiter Punkt, dritter Punkt. Ja, das ist wie Autofahren lernen. Das ist, genau, ich habe mir einfach selber ein Korsett angelegt. Begeistert sein darf ich immer noch, aber erst, wenn es diesen Test bestanden hat. Oh, ja. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Genau, so, und so werde ich, das was bei mir und auch bei meinem Umfeld sehr, sehr erfolgreich funktioniert, das werde ich im Buch fassen. Ich freue mich drauf. Zum Abschluss, wir haben sehr, sehr viele Themen besprochen, was mich sehr freut. Wo wir gerade bei, das ist ja eigentlich alles Mindset. Wenn du einen Investmentwunsch hättest, vollkommen egal, was wäre das? Ein Investmentwunsch? Ja, du darfst dir wünschen, das wird dir erfüllt. Was würdest du machen? Also zunächst mal muss ich dazu sagen, für mich sind Investments reine Mittel zum Zweck. So, das heißt, also ich hätte keinen Investmentwunsch. Ah, weil das Investment ist ein Mittel zum Zweck, um einen Wunsch zu erfüllen. Aber das Investment selber ist kein Wunsch. Ja. Fragst du jetzt nach dem Wunsch oder nach dem Investmentwunsch? Nehmen wir den Wunsch. Okay. Dann. Den können wir ja vielleicht nochmal für dich persönlich und gesamtgesellschaftlich. Was wäre der Wunsch? Also was mein Wunsch wäre, das mag jetzt sehr altruistisch klingen, aber das ist, ich bin Gott sei Dank finanziell gut gesettelt. Und das glaubt mir jetzt vielleicht der eine oder andere nicht, aber was wirklich mein Wunsch wäre, ist mehr selbstdenkende, eigenverantwortliche Leute zu haben, die stark sind und ihr Leben in die Hand nehmen und sich zusammentun, sich gegenseitig unterstützen, um diesen ganzen Schwachsinn aus dieser Welt rauszuholen. Ja. So, das wäre, ich erwarte nicht, dass ihr mir das glaubt. Doch, ja, also, deswegen habe ich dich genau danach gefragt. Aber mein Wunsch wäre wirklich, die fähigen Leute fähiger zu machen und zu vereinigen, um die besser organisierten Blöden. Ja, genau. Ja, das ist es ja. Wir sind ja gut organisiert. Ja. Um die besser organisierten Blöden, weil die Fähigen sind oft auch sehr individualistisch, bin ich auch. Richtig. Und ich will ihnen auch ihre Individualität gar nicht nehmen, sondern ich will ihnen eher eine gemeinsame ich will sie ihnen geben, sondern ich fände es schön, wenn es eine gemeinsame Zielsetzung gäbe. Also meine Zielsetzung ist einfach ein bisschen die Doofheit aus der Welt rauszukriegen. Ja. Weil ich echt Schmerzen habe, was das angeht. So, ja, und ich liebe es, Leute blühen und wachsen zu sehen.
und Erfolge zu haben, wenn ich weiß, ich war daran, also ich freue mich auch, wenn sie Erfolge haben ohne mich, aber besonders freut es mich, wenn ich sehe, wow, das hast du jetzt mit verursacht. Und dabei ist es gar nicht wichtig, dass andere das wissen. Mhm. Du hast mir ja vorhin gerade erzählt von einem Schauspiel-Kollegen. Magst du es mal kurz sagen? Ja, Shoutout hier an der Stelle. Ich habe das Buch vom Freund von mir mitgebracht und habe Alex gebeten, eine Widmung reinzuschreiben, weil tatsächlich der Freund ein sehr erfolgreicher Schauspieler geworden ist nach der Lektüre dieses Buches. Und ich hoffe auch durch die Lektüre, nicht nur das wollen wir hoffen. Aber das hat er zumindest ihr gesagt. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, this made my day. Ja, so, wow, da hast du... Also deswegen wollte ich wirklich nicht irgendein Buch jetzt mitnehmen. Und du hast ja Bücher hier liegen. Ich muss jetzt nicht das Buch hier anschleppen, sondern genau das. Das ist jetzt schon ein bisschen... Ja. Bisschen benutzt. Eben, also das macht das Ganze noch stimmiger und deswegen habe ich mir da auch die Widmung für ihn gewünscht und deswegen habe ich dich auch nach dem Wunsch gefragt, was total spannend, wenn man dir zuhört, wie du deinen Wunsch formulierst, das ist total kongruent, das ist total schlüssig mit den Sachen, die du machst. Ich muss dazu ein bisschen eins sagen, das war natürlich nicht immer so. Also es gibt verschiedene Entwicklungsstufen, wodurch sich Leute hindurch bewegen. Da gibt es eine ganze kleine Wissenschaft zu, wie sich Leute eine Spirale hochbewegen. Ne? So, also ich sag mal so, du hast so ganz unten hast du, ich sag mal, der Höhlenmensch, der allein ist und der einfach nur überlegt, wie überlebe ich den nächsten Tag. Ja? Alles bedrohlich, die Umwelt nicht verstehbar und so weiter. Irgendwann schließen die sich zu Stämmen zusammen. Dann geht es vom Ich zu Wir, also Wir, der Stamm. Dann gibt es Älteste und so weiter, die sagen, wo es losgeht, immer noch sehr viel Mystik. Dann geht die nächste Entwicklungsstufe. Die nächste Entwicklungsstufe ist dann Ellbogengesellschaft, so Kolumbien. Ja, ne? Der Stärkere gewinnt und so weiter. Diese Entwicklung finden übrigens nicht nur pro Gesellschaft statt, sondern auch pro Individuum. So, das heißt also mit 16 war ich auch so, sagen, ne, der Stärkere gewinnt. Genau, ich tue es, weil ich es kann. Der Stamm war halt dann die Familie. Irgendwann will man da ausbrechen. Ja, genau. So, wenn man das dann irgendwann hinter sich hat, dann kommt als nächstes die Regelungswut. So, ich sag mal, Katholizismus, römisches Imperium, da war ja alles quadratisch praktisch gut. Da gab es Maße für Häuser. Jede Menge Regeln, irgendwann gehen die Leute die Regeln auf den Sack, dann kommt, ich sag mal, das Unternehmertum, wo es dann um materielle Besitzgüter, Status und so weiter geht. Wenn man das dann hat, sagt man sich, na toll, und jetzt, wie geht es eigentlich meinen Mitmenschen? Und dieser Punkt, dass man sich für den Rest der Welt interessiert, der setzt halt voraus, dass du durch die unternehmerische Phase durch bist. Ne? So, und dann geht es in systemisches Denken, dann geht es in holistische Weltsicht und so weiter und so weiter. Also das sind Entwicklungsstufen, weswegen ich auch nicht erwarte, dass mich da jeder versteht. Aber die Leute, die jetzt, sagen wir mal, schon mal Ferrari gefahren sind, die wissen, dass gehabt haben von haben müssen befreit. So, und das sind halt so die Punkte, wo ich jetzt auch nicht erwarte, dass das jeder mir glaubt. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade in dem Ellbogen Ding das bist, macht gar keinen Sinn für dich. Dann, wenn du in der dann, Lebensphase bist, dann sagt er, der Fischer ist doch ein Heuchler. Freak. Aber du wirst es je nachdem schon verstehen und ich hätte es damals auch gesagt. Auch ganz genau. Ich nehme mich auch in der Lebensphase. Wenn ich so ein Interview gehört hätte, wäre ich auch so. Genau. So, aber ehrlich, das ist wirklich mein Ding, weil ich schreibe auch in dem Buch Delle ins Universum hauen und damit meine ich einfach etwas zu verursachen, wo du danach sagst, da hast du wirklich ein Vermächtnis, nicht nur für dich und deine direkten Nachkömmlinge, sondern du hast einfach den Lauf der Zivilisation so, wenn möglich, ins Positive beeinflusst. So, das wäre so mein Wunsch, einfach die Gesellschaft aufs nächste Level zu heben und das geht halt nur, indem man die Fähigen noch fähiger macht, weil du kannst einfach keine Gesellschaft nicht von unten nach oben entwickeln, sondern von oben nach unten. Ja, ich finde das total schön. Ich habe halt immer gesagt, mein Fußabdruck, den ich irgendwie im Universum hinterlassen will, aber hier genau hinter uns ist eben das Bild mit dem Dellenhauer und die Delle ist ein echt schönes Sinnbild. Das ist wirklich toll. Ach, das waren jetzt so schöne Worte. Wir könnten das Interview eigentlich beenden, aber eine letzte Sache, weil ich dich noch fragen, aber dann ist es wirklich vorbei. Kurz und knapp, was würdest du unseren Hörern oder generell Menschen mitgeben? Und das kann ein Zitat sein, was dich besonders bewegt oder
Ein Satz oder ein Beispiel, was würdest du abschließend, weil ich möchte es wirklich gerne mit deinen Worten beenden, das Interview, was würdest du abschließend einfach Menschen, die zuhören, gerne mitgeben ja, wollen? Also da würde ich mich dann auf die Inschrift auf dem Apollo-Tempel in Delphi beziehen. Da steht oben drauf Noti Seauton, das heißt übersetzt erkenne dich selbst. Das klingt jetzt dämlich. Nee. In dem Investoren-Podcast ist aber folgendermaßen, in dem Moment, wo ich wirklich verstanden habe, also das beschreibe ich auch im Reich des Geistes, was mein Purpose ist, so und jetzt nicht, mein Purpose ist Immobilien kaufen, stimmt nicht. Niemand sein Purpose ist Immobilien kaufen, sondern dein Purpose ist dann vielleicht große physische Dinge erschaffen oder Freiheit, sonst irgendwas. Kann das sein, genau. Was auch immer. So, und als ich das wirklich sehr genau wusste und als ich meine Stärken sehr genau kannte und als ich auch meine Ideale sehr genau kannte, ab da wurde mein Leben ein Schnellzug, und zwar in die richtige Richtung. Und das wäre der Tipp, den ich euch geben möchte. Der Grund, warum, ist, weil du kämpfst sonst gegen einen Gegner, den du nicht besiegen kannst, nämlich gegen dich selber. Weil wenn du dich zwingst, Dinge zu machen, auf die du eigentlich keinen Bock hast, und deswegen, weil du einfach nicht weißt, worauf du Bock hast, dann machst du es halt so wie die anderen oder was auch immer, dann hast du immer nicht Übereinstimmung mit deiner und du musst immer gegen dich selber kämpfen und diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Das wären meine abschließenden Worte. Sehr, sehr schön. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann mich wirklich nur ganz herzlich bei dir bedanken. Mir auch. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mehr mitliefern. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.